Es ist wunderbar, dass Sie bis der Letzte auf der Bühne war geklatscht haben. Hervorragend. Über 300 singende Kaufbeurer, ist das nicht wahnsinnig? Und hier im Rondell über 1000 Menschen, die dem Ganzen zuhören. Gigantisch. Doch wir wären heute nicht hier, wenn nicht 4 ganz wichtige Mitstreiter bei dem Projekt gegeben hätte, die von Anfang an von der Sache begeistert waren und die das unterstützt haben und auch mitgetragen haben. Und bei denen möchte ich mich einfach jetzt gleich vor der Aufführung ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist zum einen der Florian Seitschek, und vielleicht könnt ihr einfach mal kommen, die Franziska Seitschek, die für die Bläser verantwortlich war, der Robert Gleisner, der die ganzen Schlagzeuge unter sich gehabt hat, und der Daniel Geilmeier, der ganz, ganz viele Chorproben gemacht hat. Genau, und das bei der Carmina ja im zweiten Teil, wie Sie dann hören werden, ganz, ganz wichtig auch ums Trinken geht und um die Männer in der Taverne, haben wir gedacht, als kleinen symbolischen Dank überreichen wir euch ein kleines Bierfass. Genau, das waren so die Hauptmitstreiter, aber es gab ganz, ganz viele, die noch mitgeholfen haben, auch in den letzten Tagen gerade, dass alles noch klappt. Ich möchte jetzt hier gar keinen namentlich erwähnen, weil das wirklich so eine unheimliche Begeisterung in der ganzen Stadt war für die Sache oder auch ein Einsatz, dass Leute heute Vormittag noch aus Sonthofen hergefahren sind, früher, dass wir die Toiletten heute aufsperren können zum Beispiel. Also wirklich so Kleinigkeiten, dass oben Bierbänke stehen, die die Schwestern vom Crescentia-Kloster uns noch gegeben haben und lauter. Ja, wunderbar, dass alle so mitgearbeitet haben, und ich finde es auch ein wunderbares Bild, dass man so miteinander was ganz Tolles auf die Beine stellt. Und da euch nochmal ganz herzlichen Dank, Ihnen Dank fürs Kommen und vor allem euch Dank, dass ihr alle so toll die letzten Monate mitgemacht habt, euch begeistern habt lassen und immer dabei wart. So, dann möchte ich unserem Schirmherr Oberbürgermeister Stefan Bosse das Mikrofon überreichen, der ja seine Aufgabe wunderbar erfüllt hat. Lieber Carminator Daniel Herrmann, vielen herzlichen Dank dafür, dass wir das gemeinsam hier erleben dürfen. Üblicherweise, meine Damen und Herren, strebt man ja an, dass im Publikum mehr Leute sind als auf der Bühne. Diesmal war das anders. Es war ein Mitmachprojekt unter dem Titel Die singende Stadt. Und eigentlich sollten so viele wie möglich auf die Bühne kommen. Es sind 350 geworden, es ist unglaublich. Großartige Kulisse, sie sind trotzdem ein bisschen mehr, 1200 habe ich gerade gehört. Also insofern eine großartige Aktion, ein tolles Ergebnis für dieses Konzept einer singenden Stadt. Herzlich willkommen. Was hat der Goethe gesagt? Der Goethe hat gesagt, wer die Musik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden. Wer sie nur liebt, ist erst ein halber Mensch. Nur der, der sie auch selbst betreibt, ist ein ganzer Mensch. Naja, ich würde es nicht unterschreiben, Sie offenbar auch nicht, meine Damen und Herren. Aber ich glaube schon, dass es etwas ganz Besonderes ist, heute hier mitzuwirken. Und insofern, liebe Mitwirkende, haben Sie uns auch im Sinne von Goethe ein gutes Stück heute voraus. Wir alle anderen werden das aber trotzdem heute genießen. Und wir sagen Danke all denen, die das ermöglicht haben. Das ist an allererster Stelle der Kulturring mit seiner neuen Vorstandschaft. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön der Brigitte Mittlehner-Werber, die sich gerade als Bierfasselträgerin betätigt hat. Brigitte, hallo.
und dem Karminator Daniel Herrmann. Ich sage ein herzliches Dankeschön der Bürgerstiftung, die sich auch bei diesem Projekt engagiert hat. Ein großes Dankeschön, ein großes Kompliment Ihnen, den Mitwirkenden, den Sängerinnen und Sängern, allen Musikern, allen beteiligten Chor- und Orchesterleitern Kaufbeurens. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Es gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt eine künstlerische Gesamtleitung. Das ist Frau Tanja Wawra. Und die Tanja Wawra darf ich zu mir bitten. Frau Wawra, Sie wissen gar nicht, dass ich was von Ihnen will. Und Sie bekommen von uns, vom Bürgermeister Huber und von mir einen schönen Blumenstrauß. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Dankeschön. Damit so ein Konzept gelingt, braucht man viele, viele Menschen. Natürlich die, die hier vorne zu sehen sind, aber es gibt auch ganz viele, die im Hintergrund wirken. Und deswegen ganz zusammengefasst ein herzliches Dankeschön allen Organisierern, Koordinierern, Motivierern, allen Wurstsemmelnbelegern, Brezenschleppern, allen Mittelalterexperten, allen Latein-Besserwissern, allen Bierbankstaplern und allen Bauzaunmonteuren. Vielen herzlichen Dank. Und so lassen wir uns jetzt dann alle mitreißen von einer großartigen Musik, vom Gesang über das pralle Leben, vom Frühling und den Frühlingsgefühlen, vom Spielen, Trinken, von Geselligkeit und Tanz, von der Schönheit der Welt, aber auch von den Unwägbarkeiten, von den Stoßseufzern des Lebens, dem Humor, der in vielem liegt, dem Augenzwinkern, der Ironie in den Texten. Der Kraft dieser Musik kann sich wirklich niemand entziehen. Und das haben vor einigen Jahren auch die Werbestrategen von Nestlé erkannt. Und sie haben kurzerhand die Carmina als Soundtrack für die Werbung eines Schokoladensortimentes mit 6 Geschmacksvarianten genutzt. Das Ganze hieß Rendezvous der Sinne. Unserem musikalischen Rendezvous der Sinne steht heute auch das Wetter nicht im Wege. Fast haben wir schon wieder etwas zu viel Sonne, zumindest auf dieser Seite. Schön, dass Sie bislang so tapfer ausharren. Bei einer Open-Air-Veranstaltung im Allgäu ist das Wetter immer ein Riesenthema. Und Sie wissen, vor nicht allzu langer Zeit hat es nicht nach Sommer ausgesehen. Ich war aber immer zuversichtlich, dass wir heute Glück haben, denn auch die Carmina-Texte versprechen gutes Wetter. Ich werde Ihnen kurz einige Zitate noch bringen, bevor es hier losgeht. Alles macht die Sonne mild, sie die reine Zarte. Neues schließt ihr Angesicht der Welt auf. Nun schmilzt hin und schwindet Hagel, Schnee und alles andere. Winterstrenge muss nun besiegt vom Felde weichen. Purpurrot blüht die Wiese. Alles macht die Sonne heiter. Es grünt der Wald, der Edle, mit Blüten und mit Blättern. Welch wunderschöner Text für diese Kulisse. Flora tritt im bunten Kleid ihre Herrschaft an. Die Wälder feiern sie mit süßtönendem Gesang. Es weiche nun die Traurigkeit. Sommer kehrt zurück. Mein Versprechen gab mir Mut, wie es Art des weißen Mannes ist, auf Fels zu gründen sein Fundament. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das klingt natürlich alles noch viel schöner, wenn es auf Lateinisch gesungen wird. Und deswegen ist jetzt Schluss mit den Worten. Sie werden es herbeisehnen. Freuen Sie sich auf die unterhaltsamste Lateinstunde dieses Schuljahres.
Thank you.
subtilis, novo mundo reserat faciem aprilis, ad amorem properat animus erilis, et iocundis imperat Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iubet nos caudere, vias prebet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Totaliter et ex mente tota sum presentialiter absens in remota quis amat taliter volvitur in rota. Et gratum.
Thank you.
Actus in materia, sinis elementi, similis conforio, de color adventi, cum sit in proprium viro sapienti, supra petra ponere sedi fundamenti, stultus ego comparo, fluio laventi, supio, che nunca permanenti. Yeah.
insecta deci voluntas meast. Et climane me quesierit in vesperam post nudus egredietur. Et sic denudatus veste clamabit. Torpissima! Nostre vite gaudia, abstulisti omnia. People.
et omnia. Dies und contraria. Verginum colloquiam me fai plonza. Ois uven suspirer. Teme. Os odales ludite, vos quisitis dicite, mihi mesto partite, consulite per voster honum. Tua pulchra faties me fai planter milies, pectus habet glaties orbe. Fierim per unta ser. Mea pectora, multa sum suspiria, de tua pulchritudine, quae me ledunt misere. Tu illusent hoc
Piccoli, sicco solis radii, sicco splendor fulgoris, lucem donans tenebris. Tius velens dicot mente proposui, o teius virginia reserasem vincula. Certis labilis, fiduros in nefabilis, membris al certis labilis, si, pur con puello laborare tur in cellula, fede, Yeah.
amore virginali totus arreo. Novus, novus, novus amore scoperio, scoperio, scoperio. Oh.
Mich
Chiam amore virginali totus arreo. Novus, novus, novus amor est. Yeah.